Ich bin Josephine Wichmann, ich betreibe Kanu-Rennsport und ich bin Nachwuchssportlerin des Monats November. Meine Lieblingsdisziplinen sind die 200 Meter, weil die ist einfach so schön kurz und man kann einfach, ohne jetzt so nach links und rechts zu gucken, einfach fahren und dann ja, sieht man halt erst am Ende, welchen Platz man wurde. Meine größten sportlichen Erfolge sind der Weltmeistertitel im Vierer und der Einer auf 1000 Meter im sechsten Platz auf der WM und noch der dritte Platz im Zweier auf 200 Metern. Diese Erfolge bedeuten mir sehr viel, weil ich dann einfach sehe, dass sich meine harte Arbeit im Training ausgezahlt hat. Meine sportlichen Ziele sind, nächstes Jahr wieder in die Junioren-Nationalmannschaft zu kommen und eine olympische Strecke am besten zu fahren. Olympia ist bestimmt auch ein Lebenstraum, aber tatsächlich setze ich mir immer eher so die kleinen Ziele, weil das ist realistischer zum Greifen. Josi bringt im Vergleich zu vielen anderen aus ihrem Konkurrentenumfeld einen gewissen Killerinstinkt mit. Also sie weiß ganz genau, was sie will und zieht das dann auch bis zum Schluss durch. Und auch wenn es mal wehtut, geht es für sie weiter. Ich kann meine Gegner sehr gut einschätzen. Meine Starts und ein bisschen meine Mentalität vor dem Wettkampf. Laufen. Tu das, was dein Herz dir sagt. Balletttänzerin. Ich grüße meine Familie und meine Freunde beim Lagessa. Wählt jetzt euer Nachwuchssportler des Monats Dezember. Bis zum 30. November könnt ihr noch abstimmen.